So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinhört, muss ich heute sagen, denn heute gibt's ein kleines Infovideo. Und zwar, im Moment lade ich ja eher weniger neue Videos hoch, ganz einfach. Ich habe hammermäßig viel zu tun. Ich bekomme zwar sehr viele Neuheiten und andere Figuren rein, komme aber einfach nicht dazu, das alles auch zu filmen, beziehungsweise ein Review dazu zu machen. Aber no panic, ja, keine Angst, das kommt alles nach und nach, wenn ich halt mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Und dazwischen rein mache ich das immer gerne. Des Weiteren wollte ich auch unbedingt mal sagen, in der nächsten Zeit kommt hier alles wieder zusammen, was auch zusammengehört. Ihr wisst ja, ich hatte damals vor meiner Pause mit YouTube mehrere Kanäle hier auf diesem Social Network, wovon sich drei dieser Kanäle ausschließlich mit Sammelfiguren beschäftigten. Das war einmal hier der Opi Bolz Kanal, ganz klar. Dann gab es noch die Götterdämmerung, Dawn of the Gods, und es gab noch Alles Scheiße. Ja, auch das. Auch dieser Kanal war von mir. Der Name sagt schon einiges drüber aus. Hier ging es weniger um Sammelfiguren, mehr halt um so Scherzartikel in figürlicher Form. Zu Götterdämmerung Dawn of the Gods gab es damals auch eine riesengroße und umfassende Webseite, die ich auch selbst angelegt und betreut hatte, die ich aber mittlerweile auch wieder komplett gelöscht habe, da ich einfach nicht mehr die Zeit hatte, mich in der Art und Weise drum zu kümmern, wie es die Seite eigentlich auch verdient hätte. Auf dieser Seite gab es alles zu Drachen, Fantasy-Figuren und so weiter. Allerdings werde ich die ganzen Videos, die es auf Götterdämmerung und auf alles gab, werde ich hier nach und nach auf dem Rupi Bolz Kanal veröffentlichen. Ja, also da wird einiges kommen. Viele, viele Videos kennt ihr vermutlich noch überhaupt nicht. Diese Videos sind allerdings ohne Musik, das heißt, ihr seht hier einfach nur Figuren, Modelle pur in 360 Grad oder halt eben in Einzelbildern, ohne Review, sprich ohne Text oder Beschreibung von mir. Ja, die Videos hatten zwar alle mal Musik, habe ich alle mit Musik unterlegt, welche ich mit diversen Programmen irgendwie zusammengeschustert hatte, aber wegen immer mehr Urheberrechtsblödsinn, ja, weil mal zwei, drei Takte genauso sind wie von irgendeinem anderen geschützten Song, habe ich die Musiktracks komplett gelöscht und habe die Teile stumm geschaltet, ja. Wenn sich die Videos problemlos und ohne viel Tamtam durch Musik von YouTube hinterlegen lassen, dann werde ich das tun. Ansonsten seht ihr halt eben nur die Figuren und fertig, ja. Musik hin oder her, ich meine, die Figuren sind wichtig, nicht das Drumherum. Und ich denke mal, dass ich mit diesen Videos gerade den Leuten helfen kann, die sich überlegen, die eine oder andere Figur mal zu besorgen. Ne? Brauche ich die oder kann ich mir die sparen? Oder gibt's vielleicht Figuren, die man fast gar nicht mehr kriegt? Ja, und ich habe die halt zufällig oder habe ein Video gemacht. Dann könnt ihr es hier nochmal anschauen. Denn das soll natürlich euch auch helfen, wenn ihr euch überlegt, boah, brauche ich diese Figur unbedingt in meiner Sammlung? Oder er sagt euch, ach so, die habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt und könnt's von eurer Liste streichen. Ich werde also immer mal wieder in der kommenden Zeit ganze Serien mit solchen Videos hochladen, wobei ich natürlich nicht immer alle Figuren habe, sondern halt einfach nur ein paar. Oder ich teilweise auch noch gar nicht dazugekommen bin, wirklich die komplette Serie zu filmen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Figuren von Papo hochlade, ja, dann habe ich nicht die komplette Papo-Sammlung, sondern halt eben einfach die Figuren, die mir gefallen, die hier ihren Weg in meine Sammlung gefunden haben. Aber wie schon gesagt, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, alle Figuren, die ich tatsächlich von dem und jenem Hersteller habe, also sind auch Lücken dazwischen, es fehlen Figuren, die aber unter Umständen im Laufe der Zeit auch noch dazukommen. Ihr seht's ja dann, ne? So, und ich dachte mir, ich beginne einfach mal mit den ganzen Kunststoffherstellern, sprich, ja, eben, ne, Papo, Schleich, Collect-A, Plastoi, Bulliland, AAA, etc., etc. Kann auch sein, ich lösche nochmal die bereits hochgeladenen Safari-Videos und überarbeite die nochmals.
um sie dann ein letztes Mal hier hochzuladen, denn die Videos werden alle mit einem Copyright-Schutz versehen, ja, da mir einfach zu viele Videos geklaut werden und weiß Gott, wo immer wieder mal auftauchen. Ja, und es ist dann einfach tierisch nervig. Und ich werde sie halt mit einem entsprechenden Copyright-Schutz hinterlegen, dass man ganz klar sieht, aha, das Ding hier kommt von Rupi Bolz, beziehungsweise der Götterdämmerung. Drum wundert euch nicht, wenn hier und da auch mal andere Logos in den Videos auftauchen, weil sie halt einfach von den anderen Kanälen waren, die ich damals hier auf YouTube laufen hatte. So, und wenn die ganzen Kunststoffhersteller, die ganzen Kunststofffiguren online sind, folgen dann auch die ganzen Geschichten aus Resin, aus Kunstharz und so weiter, ne? Und gerade hier gibt's wahnsinnig viele Serien und Figuren, Hersteller, Künstler, welche ihr vermutlich noch überhaupt nicht kennt, ja, und so entdeckt ihr vielleicht auch ganz andere Figurenbereiche, die euch unter Umständen gefallen könnten und die sich auch wirklich zu sammeln lohnen. Es sind auch sehr, sehr seltene Geschichten dabei, die ihr vermutlich auch nur hier bei mir auf dem Rupi Bolz Kanal sehen werdet. Limitierte Geschichten, uralte Sachen, One-of-a-Kind-Figuren, spezielle Künstlerfiguren, die eigentlich sonst niemand hat oder nur ganz, ganz wenige Sammler. Figuren, an die ich teilweise nur gekommen bin, weil ich eben die Künstler, die Skulpteure oder auch die Hersteller mehr oder weniger persönlich kenne. Ja, also es gibt schon wahnsinnig tolle Künstler und Modelle auch außerhalb der Spielzeugfigurenwelt, welche ich halt eben nach wie vor wirklich bevorzuge, ne? Und die ich auch schon seit über 25 Jahren sammle und mich halt auch in erster Linie interessieren. Denn es ist immer der Resin, der Kunstharzmarkt, der Trends vorgibt. Ja, also alles, was ihr hier seht, findet ihr ein paar Jährchen später auch im Kunststoffbereich. Und denkt immer dran, die DreamWorks Dragons oder die anderen Kunststofffiguren der eben genannten diversen Hersteller sind wirklich nur der allerkleinste, der minimalste Teil meiner Sammlung. Hauptsächlich sind es eben die Resin- oder Kunstharzfiguren. Okay. Und ja, ich werde jetzt natürlich noch die ganzen alten Videos vom Rupi Bolz Kanal wieder hochladen. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich auch die Musik-CDs und DVD-Blu-Ray-Videos nochmal einstelle. Das muss ich mir noch überlegen. Und ja, da kommen dann also noch so circa 500 Videos, ne? Und von der Götterdämmerungsseite kommen dann auch nochmal circa um die 1500, 1800 Videos dazu, die ich halt bisher eingestellt hatte. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Videos, also wahnsinnig viel, was hier im Laufe der nächsten Zeit oder der nächsten Monate hier auf dem Rupi Bolz Kanal wieder hochgeladen wird. Also es gibt einiges zu sehen, das kann ich euch versprechen. Und dazu kommen natürlich auch immer wieder neue Videos zu allen möglichen Sammelfiguren, zu Dragons und Co. Ne? Klar. Übrigens, ich werde jetzt auch gleich anschließend die alten Gewinnspiele hochladen, da auch hier nochmal alle Bilder und Bastelarbeiten von euch zu sehen sind, die mich bis heute, muss ich immer wieder sagen, bis heute begleiten und ich immer wieder meinen Spaß, meine Freude dran habe, wenn ich die vielen Alben mit eurer Post und den ganzen Bastelarbeiten hier durchblättere. Durchgucke und also das war schon wirklich eine tolle Zeit damals, wirklich. Also ich kann mich immer wieder nur tausendmal bedanken. Es ist der Hammer, was ihr mir hier schon alles geschickt habt. Der absolute Burner. Ne? Und ich hatte ja damals gesagt, ich lasse die Videos stehen, damit ihr immer eure Freude an den ganzen Geschichten habt, dass ihr eure alten Arbeiten immer noch mal wieder angucken könnt. Und drum ist es mir auch eine Herzensangelegenheit, die ganzen Geschichten hier so schnell wie möglich wieder hochzuladen. Also das kommt auch wieder. Aber denkt dran, diese ganzen Gewinnspielvideos sind bereits beendet. Okay? Es wird vermutlich bald wieder neues Gewinnspiel kommen, aber das werdet ihr dann schon entsprechend sehen. Ne? Lest euch immer die Titel von den Videos durch und wenn Re-Upload dabei steht, dann ist es ein wieder hochgeladenes Video, was bereits abgedreht wurde. 2014, 2015.
das nur dazu. Also wenn ich tatsächlich wieder ein neues Gewinnspielvideo mache, dann werdet ihr das klipp und klar im Titel lesen können. Okay, das dazu. Des Weiteren plane ich Frage- und Antworten-Videos zu drehen. Ich glaube, ich habe es auch mal kurz angekündigt, dass ich mir einfach ab und zu mal die Kamera hinters Autofenster klemme, wenn ich hier unterwegs bin, und dann kann ich nebenher eure ganzen Fragen beantworten. Ja, also ihr könnt mir in diesen FHQ, in diesen Fragen- und Antwort-Videos dann die Fragen stellen, die euch schon immer mal interessiert haben, zu Sammelfiguren, zu meiner Sammlung, einfach was ihr halt wissen möchtet, ne? Und ich werde dann entsprechend in Videos dazu aufrufen. Ja, interessiert es euch, wenn ich sowas mache? Wenn ja, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. So, dann noch was. Ich werde ab 7. September eine DSL-Umstellung vor Ort haben, welche sich etwas schwierig gestaltet. Also es kann sein, dass ich, wenn es ganz schlecht läuft, ein paar Tage nicht online sein werde. Ja, also nicht wundern, wenn ihr über ein paar Tage nichts von mir hört oder seht. So, des Weiteren gebe ich mir natürlich immer Mühe, eure Kommentare auch alle zu beantworten. Das dauert manchmal immer ein paar Tage, weil ich mir halt auch die Zeit irgendwo, ja, hernehmen muss. Und da meine Tage ziemlich ausgefüllt sind, ist es nicht immer einfach. Aber bisher kann ich es tatsächlich noch machen. Und solange das geht, werde ich es auch noch tun. Denkt dran, ich bekomme nicht nur eure Kommentare, sondern auch sehr, sehr viele private Mails, wo mich halt Leute alles Mögliche fragen. Und dann will ich ja auch nicht hinsetzen und alles nur mit Ja, Danke, Nein abfertigen, sondern auch noch ein paar Sätze dazu sagen. Drum denke ich mir, ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn ich diese Fragen- und Antwortvideos mache. Somit schlage ich wahrscheinlich auch ein paar Fliegen mit einer Klappe, wenn die Frage dann nicht nur einer Person beantwortet wird, sondern ihr es dann halt eben alle gleich mitkriegt. So, was wollte ich denn eigentlich noch alles erzählen? Oh mein Gott, seht ihr, ich mache mir nie Notizen oder so irgendwie was. Ich hocke halt einfach hinter die Kamera und gut ist, ne? Ach ja, genau. Ich habe übrigens auch eine Mail an Winning Moves, sprich Monopoly, geschrieben, wegen exklusiver Figuren. Denn Monopoly hat ein Spiel rausgebracht, wo vier Dragons-Figuren als exklusiv angepriesen werden. Und dabei handelt es sich exakt genau um die Figuren, die letztes Jahr schon im Adventskalender von Craze drin waren. Und auch Craze hat die Figuren damals als exklusiv angekündigt. Und ja, das würde mich halt einfach mal interessieren, was Monopoly bzw. Winning Moves dazu meint. Bin ich mal gespannt, ob ich eine Antwort kriege, ne? Wenn ich da irgendwie was erfahre, dann werde ich es euch wissen lassen. Ja, dann werde ich ja immer gefragt hier mit Dragons Neuheiten, mit den neuen Figuren von Spin Masters, und da kann ich euch immer wieder nur sagen, Leute, ich habe genauso viel Ahnung wie ihr, nämlich fast keine. Der ganze Markt ist so dermaßen unübersichtlich, ich kann euch nicht sagen, was morgen kommt. Ne? Dann gibt's auch ganz viele Dinge, die schon längst auf den Markt hätten kommen sollen und dann wieder nach hinten verschoben wurden. Also absolut nervig. Mittlerweile registriere ich es einfach nur, bestelle es bei meinem Händler vor, und wenn ich sie irgendwann kriege, ist gut. Wenn ich sie nicht kriege, ist es eigentlich auch gut. Ganz ehrlich. Weil dem ganzen Scheiß hinterher zu rennen, ist mal echt viel zu blöd. Und du kannst halt auch wirklich keine Termine nennen, wann das und das erscheint, weil sich kein Mensch dran hält. Wirklich, kein Mensch. Dir werden Figuren versprochen zu dem und dem Termin, und wenn der Tag X kommt, heißt es dann plötzlich, ja, auf unbekannt verschoben. Ne? Also von dem her. Dann tauchen auch plötzlich hier irgendwelche Figuren auf in irgendwelchen Läden, wo kein Mensch weiß, wo die wieder herkommen. Ne? Also es ist komplett verrückt. Vor einer gewissen Zeit X hast du dich noch am internationalen Markt orientieren können. Da hast du gesehen, okay, die Figur kam jetzt gerade hier in USA oder Australien auf den Markt. Das heißt, in 3 Wochen gibt's das Ding hier bei uns offiziell. Solche Aussagen kannst du heute nicht mehr treffen. Es ist komplett chaotisch.
genauso chaotisch wie dieses Video heute, Leutchen. Also, dann wisst ihr Bescheid, das wollte ich einfach noch kurz loswerden. Es kommen sehr viele Uploads in den nächsten Tagen, nächsten Wochen. Wundert euch über nichts, freut euch auf alles, genauso wie ich mich auf den Austausch mit euch freue. Das macht Spaß, so soll's sein. Und solange mir das Ganze hier Spaß macht, wird's auch immer wieder neue Videos geben. Ach ja, genau, apropos Spaß. Das wollte ich auch noch sagen. Ein paar von euch haben es ja schon gemerkt, ne? Ich habe zwei Funktionen auf YouTube abgeschaltet bzw. deaktiviert. Das ist zum einen die Abonnentenzahl und zum anderen die Like-Funktion. Ja, Like, Dislike, das geht mir komplett am allerwertesten vorbei. Eine der überflüssigsten Funktionen auf YouTube, welches meiner Meinung nach von den Machern dieses Netzwerks mal wirklich überdacht werden sollte. Denn die Aussage von einem Like oder einem Dislike ist gleich null, aber wirklich komplett null. Ich kann ja immer wieder sagen, Geschmäcker und Ansichten sind grundverschieden und nur weil ein Video 1000 Daumen runter kriegt, muss ich das nicht auch schlecht finden. Ja? Meistens ist sogar das Gegenteil der Fall. Ja, also ich hatte jetzt nie irgendwie großartig Daumen nach unten. Im Gegenteil, ich war immer total überrascht, wie viele Leute hier einen Daumen nach oben geben, denn ganz ehrlich, nach ein paar Wochen kann ich mein eigenes Geschwätz echt nicht mehr hören. Drum fällt es mir auch wahnsinnig schwer, die alten Videos wieder hochzuladen, denn ich kann mich teilweise echt nicht mehr hören. Erst einmal schrei ich wie ein Ochse am Spieß. Keine Ahnung warum. Echt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich nie dran denke, dass das Mikro der Kamera direkt vor mir ist. Ja? Ich verschluck's quasi, aber ich denke nie dran. Ne? Und dann bist du so hier am Erklären und Machen und Tun, dass du es komplett vergisst. Und das finde ich also ganz, 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 ganz schrecklich. Also glaubt mir, das fällt mir nicht leicht, die alten Schinken wieder hochzuladen. Ne? Aber ja, viele von euch wollen das gerne wieder sehen, drum mache ich es auch. Denn es geht ja um die Aussage und nicht jetzt um Schreien oder Flüstern oder sonst irgendwie was. Ne? Ja, und hier nochmal kurz auf die Daumen zu kommen. Ich habe es einfach deaktiviert, um irgendwo auch ein Zeichen zu setzen. Und ich denke mal, je mehr YouTuber das machen, umso mehr wird es auch irgendwo mal auffallen. Denn was bringt denn mir als YouTuber, als Macher von einem Video einen Daumen runter, wenn ich nicht weiß, warum der oder diejenige das jetzt gemacht hat? Was passt dem Zuschauer an meinem Video nicht? Ist es mein Gerede? Ist es meine Meinung? Ist es die Figur? Was ist das? Wenn man jetzt mit einem Dislike auch noch einen Kommentar schreiben müsste, um überhaupt einen Dislike geben zu können, dann würde das für mich Sinn machen. Also sprich eine Erklärung, warum gebe ich hier jetzt einen Daumen runter. Dann hast du als YouTuber etwas, nach dem du dich richten kannst, wenn du dich danach überhaupt richten möchtest. Ich würde es nie tun. Ja, ich mache das, was ich möchte und nicht, was andere Menschen möchten. Ich sag nur immer, Erwartungen. Ganz schlimm, welche Erwartungen manche Menschen an einen haben und wie viele Erwartungen man selbst teilweise ans Leben stellt. Befreit euch davon und euch geht's besser. Okay? Definieren sich die Leute nur noch durch Klicks oder was? Wo ist denn euer Selbstbewusstsein? Oder wenn ich dann manche YouTuber sehe, oh mein Gott, ich habe nur noch Dislikes, ja, ich muss aufhören mit YouTube. Die Welt liebt mich nicht mehr, ich bin nichts wert. Galama und Hämorrhoidensalbe, das interessiert mich in feuchten Furz. Meine Damen und Herren, okay? Genauso die Abonnentenzahl, mein Gott. Ob ich jetzt 3 Abonnenten habe oder 300.000 draufgepfiffen. Ich mach das als Hobby, ich mach das in erster Linie mal für mich. Ja, und wenn dieses Hobby, wenn dieses Video jemand mit mir teilen möchte, wie man heute so schön sagt, dann ist das okay. Und wenn nicht, ist das auch okay, denn ich habe es in erster Linie mal für mich gemacht. Und nicht, weil ich Erwartungen habe, durch dieses Video irgendwie
eine Weltberühmtheit, ja, ein Fame zu kriegen, das solltet ihr euch immer mal wieder klar ins Bewusstsein holen, Mensch. Ihr macht YouTube-Videos, weil ihr Spaß habt am Videos drehen, was zu einer Figur oder zu irgendwas zu erzählen, weiterzugeben, zu teilen. Oh, ich sehe gerade, ich sollte mir die Nägel feilen. Nee, also, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich 0,0 Fangeil bin. Mir fehlt dieses Gen. Definitiv. Ich mache das Ganze hier, weil ich Spaß dran habe. Und nicht, weil ich hier irgendwie Geld verdienen möchte oder keine Ahnung was. Das ist mein Hobby. Ich würde sogar fast schon sagen, mehr. Das ist ein Teil meines Lebens, dieses Sammeln, Figuren. Genauso wie Essen oder aufs Klo gehen. Das wäre übrigens der allererste Wunsch bei einer Fee, ne? Nie wieder aufs Klo gehen müssen. So, ich war sogar wirklich kurz davor, auch die Kommentarfunktion abzuschalten. Weil manchmal kriegst du also wirklich Kommentare, Alter, die sind jetzt nicht irgendwie negativ oder böse oder sonst was, aber so dermaßen hirnrissig, dass du dir wirklich denkst, wir haben außerirdisches Leben auf der Welt. Ja, E.T. hat mir geschrieben, ich lese die Worte, aber ich verstehe den Satz nicht, den Sinn. Und es geht ja teilweise so dermaßen auf den Sack, weil du schon wieder denkst, okay, dieser Kommentar war schon wieder komplett verschwendete Lebenszeit. Um es mal total überspitzt zu sagen, ne? Aber was wäre ein Hobby, was wäre Sammeln ohne Austausch? Und genauso wie ich mich freue, wenn ich mal einen Tipp, einen Hinweis oder eine Hilfe zu irgendeiner Figur kriege, genauso freue ich mich, wenn ich das auch wieder ein Stück weit euch, meinen Zuschauern, mitgeben kann. Ne? Darum mache ich das. Und solange mir das Spaß macht, so lange mache ich YouTube. So, jetzt aber. Meine Stimme ist weg. Hals ist trocken. Es ist saumäßig heiß. Und ich denke, ich habe jetzt auch schon wieder genügend gelabert. Drum komme ich jetzt ganz schnell zum Schluss. In diesem Sinne, ciao, tschüss, euer Rupi inklusive Götterdämmerung, Dawn of the Gods und alles, ihr wisst schon. Und tschüss.